Servus und ein herzliches Grüß Gott zum nächsten Vlog. Ja, wir stehen wieder mal unten in der Maschinenhalle und ich stehe direkt vor dem KA15 und der ist fertig. Ja, Hashtag grundiert. Machen wir es aber so. Ja, der Vater hat sich gestern die Arbeit gemacht und hat eine abends grundiert. Im Hintergrund hier läuft wieder der Heizlüfter, dass er dann später noch lackiert werden kann. Und wie schaut das ganze Ding jetzt aus? Wir haben ja weiße Grundierung dafür genommen. Jo, das ist der KA15 in weißer Grundierung. So sieht das Ganze nun aus. Alles über und über weiß. Ja, ist ja sowieso alles dann im Endeffekt grundiert. Also von daher alles paletti. So, und so kann man es doch schon richtig schön sehen. Gefällt mir auf alle Fälle besser als vorher das rostig braune. Also das war natürlich auch nicht so schön. Was anders wäre es gewesen, wenn noch ein Lack drauf gewesen wäre, die Patina, die Originale, aber die hatte ich ja bei dem hier nicht mehr. Ich denke mal, wenn er fertig ist, da schaut er auch richtig schön aus. Und neben dem KL300 an den KA15 frisch lackiert. Ich denke, das macht sich trotzdem ganz gut. Wie gesagt, ich hätte zwar beim K15 die Patina behalten, aber beim KA15, nachdem das eh nicht der Originallack war, nachdem der überall abgeblättert war, nachdem ich in der Motorhaube Löcher hatte, die zugeschweißt werden mussten, ja, ich denke, so ist es dann doch besser. Schaut ein wenig einheitlicher aus, als wenn man da so ein wenig halbherzig pfuschen tut. Ja, ich würde sagen, so kann man es sehen. Jo, soweit auf alle Fälle der aktuelle Stand hier unten. Also hier noch einmal im Ganzen zu sehen. Da läuft der Badheizlüfter wieder. Hier ist es eigentlich recht angenehm. Ich schätze es einmal auf 15, 16 Grad. Also im Vergleich zu draußen, wo wir jetzt aktuell 4 Grad haben, doch schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, und ich bin echt gespannt, wenn der fertig lackiert ist, wie das Ganze wirkt. Und weil ich ja gesagt habe, von dem Schaden am Getriebe oder von diesem Riss, wenn das Ding lackiert ist, siehst du nichts mehr. Also ich kann es ja mal hier zeigen. Machen wir mal die Taschenlampe, dass man was sieht. Ja, da ist geflickt worden und wenn ich jetzt hier so drüber gehe, also wenn jetzt da der Lacker drauf ist, siehst du da gar nichts. Das kann genauso gut vom Guss herkommen. Im Gegenteil, da schaut es fast schon zu glatt aus im Vergleich. Weil wenn ich jetzt den Guss hier angucke, der ist ja relativ rau. Und hier drüben ist es richtig schön glatt geschliffen. Eine Ebene. Und da würde ich echt sagen, das ist perfekt. Kann man so lassen. Ja, und ich bin jetzt gespannt, wenn er dann lackiert ist. Alles schön grün. Dann wird er wahrscheinlich 2 Tage gut trocknen müssen. Und dann geht es dran ans Zusammenbauen. Sitzschale drauf, Lenkrad drauf. Die ganzen Hydraulikteile hinten so weit wie möglich anbauen, was möglich ist. Weil jetzt steht er noch auf Böckle. Die Kotflügel können drauf, der Kühler kann drauf. Der Tankhalter und der Tank können verbaut werden und. Aber jetzt lassen wir es erst noch mal lackieren. Ich bin auf alle Fälle richtig begeistert, schaut richtig gut aus so. Und ich freue mich, wenn er fertig ist. Bin gespannt, was ihr dann sagt, wenn der grün ist. Ja, weil es immer wieder heißt, IHC springen im Winter so schlecht an. Also ich kann mich nicht beklagen. Unsere springt eigentlich wunderbar an. Gut, der steht in der Halle, aber hier hat es auch teilweise im Winter dann 0 Grad. Hier wird ja nicht dauerhaft geheizt. Ja, wie gehe ich vor, um diesen Schlepper zu starten? Ganz einfach, ich zeige das jetzt einmal, dass man das einmal sieht. Es ist eigentlich ein ganz einfacher Vorgang. Ja, da muss noch drauf vorbeikommen. Schlechte Parksituation. Wir haben vor der Einspritzpumpe eine Handförderpumpe. Die haben wir hier. Die da. Und die hat hier unten am Betätigungshebel. Und im Winter kann ich diesen Hebel da dreimal pumpen. Dann fördert der ein bisschen Sprit nach vorn. Mehr braucht es da gar nicht. Dreimal und gut ist die Sache.
Alles andere wäre übertrieben. Die ist eigentlich zum Entlüften mitgedacht, aber ich nutze im Winter dann immer mal, wenn er wirklich schlechter anspringen sollte, was er aber eigentlich nicht macht, kann man mit der ein wenig entgegenwirken. So, dann müssen wir das Licht wieder ausmachen hier. Ui, 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 ui. Bevor ich das dann vergiss, gehen wir einfach hier rüber. Dann wird aufgestiegen. Sind wir oben. Und dann sitzen wir auf dem Schlepper. Gut. Und der IHC hat den Stoppschalter hier drin. Sieht wie folgt aus, so. Wenn ich den Motor ausmachen will, ziehe ich diesen Schalter komplett raus. So, dann geht der Motor aus. Was eventuell manche Leute nicht wissen könnten, oder vielleicht haben sie es gar nicht. Bei dem Schlepper ist es so, wenn ich diesen Hebel hier halb rausziehe, habe ich hier einen Widerstand auf der Höhe. Und wenn ich ihn nicht weiter rausziehe, dann habe ich hier mal Startmenge. Das heißt, hier in dieser Stellung, wenn ich ihn halte und lasse den Motor laufen oder den Anlasser laufen, fährt er gleich ein wenig mehr Sprit und springt leichter an. Sprich, ich habe jetzt vorne vorgepumpt, dass ein wenig Sprit gleich da ist. Ich ziehe hier den Startmengenschalter, dass er schneller zieht. Eine Vorglühanlage in dem Sinne hat ohne IHC nicht. Ich kann zwar hierher gehen, den Schlüssel an, Zündung an und kann hier drüben glühen. Sieht man jetzt, hier geht die Lampe an. Aber der hat keine Glühkerzen in dem Sinne, sondern der hat oben, ähnlich wie eine Glühkerze, der heizt oben den Ansaugtrakt vor. Das heißt, die Luft, die in den Motor reingesaugt wird, die ist dann ein bisschen vorgewärmt. Mehr hat er nicht. Also das kann ich einfach einen kurzen Moment machen, dann ist die Ansaugluft, wie gesagt, ein wenig vorgewärmt. Ich kann den Startmengenschalter ziehen. Da müsste ich euch jetzt aber mal auf Seite tun, sonst wird das nämlich nichts. Und dann kommt noch hinzu, ohne IHC hat ja seit kurzer Zeit jetzt auch einen 9 Volt Anker drin. Wir hatten vorher einen 12 Volt Anker, hat auch immer wunderbar funktioniert. Jetzt haben wir einen 9 Volt Anker, jetzt springt er natürlich noch besser an. Ja, das lassen wir dann einfach mal an, weil ich muss ein Mistverfahren. Und ich nehme euch natürlich nicht zum Mistverfahren mit, weil es gibt ja ein paar Leute, die wollten das nicht sehen. Und dann mache ich das nicht. Ich verfahre jetzt meinen Mist, gehe dann unter den Schweinestall und in den Hühnerstall. Da wird ausgemistet, sauber gemacht. Dann wird das Verfahren, Futter aussortieren. Und dann gehe ich einmal rüber in die Halle zum KA15. Dann wird dort ein wenig zusammengeräumt, dass man den dann schön zusammenbauen kann. Also, Kupplung ganz normal zusammen, sonst springt er nicht an. Der hat einen Sperrschalter drin. Ich ziehe den Hebel da ein bisschen raus. Glühe hier quasi mal Ansaugluft vor oder wärme die vor. Und dann sollte er normalerweise sofort kommen. Jetzt, wenn ich den Hebel draußen lasse, hört man schon, der Lift umrund. Reinschieben und der läuft. Mehr ist es gar nicht, geht wunderbar bei dem Schlepper. Der springt mir in jeder Situation an, egal wie kalt das es draußen ist. Also da hatten wir noch kein Problem. Eher ein Problem, wenn kein Winterdiesel drin ist, dass dann der Diesel versülzt ist. Das hatten wir einmal. Das ist eine elende Sauerei, kannst du alles ablassen, sauber machen. Aber sonst, also wie gesagt, doi doi doi. Im Stich gelassen hat er uns noch nicht.
nächste Lore und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich oben bei den Schweinen bin. Weil, wie gesagt, nicht, dass jemand hier gelangweilt ist. So, wie ich schon sagte, wir sehen uns bei den Schweinen und Hühnern wieder. Ja, es ist jetzt viel später geworden. Die Ställe hier unten sind sauber und so sieht das Ganze jetzt wieder aus. Frisches Stroh, frisches Futter, frische Einstreu. Ja, und das leider wieder nicht mehr ganz so frische Wasser. Das ist ganze 10 Minuten alt. Ja, und bei den Schweinchen schaut es so aus. Die haben jetzt wieder die Box getauscht. Die sind jetzt wieder in der Box hier. Nein, ihr habt jetzt Futter gehabt. Nein. Nein. Ja, denen verteile ich noch ein bisschen das Stroh und dann sind wir hier auch fertig. Da haben wir die Hühner noch rein. Und dann machen wir hier unten Feierabend. Dann muss ich den Mist noch schnell verfahren. Und ich höre gerade die Kirchenglocke. Das heißt, es ist 6. Und um 6 gibt es bei uns eigentlich Abendessen und ich bin natürlich wieder nicht fertig. Ich bin jetzt bei dem Hund gewesen und ich bin bei den Schweine und Hühner gewesen. Ich müsste noch nicht dazu die Pferde. Und bei denen müsste ich ja Heu und Stroh auch noch verfahren. Ich muss mit der Schubkarre halt schneller Kleinigkeiten auftun. Und ja, dann muss ich morgen früh, da habe ich die Mittelschicht, da fange ich um 12 an, muss ich morgen früh noch was machen. Futter aussortieren muss ich auch wieder, habe ich heute wieder geholt. Und weil die Frage aufgetaucht ist, warum ich mir Futter kaufe, ich kaufe kein Futter, ich kriege das Futter kostenlos. Das ist normalerweise Müll und bevor es in den Müll kommt, darf ich es mir mitnehmen. Das kostet mich keinen Cent. Also von daher, keine Sorge, ich brauche da nichts kaufen. IHC haben wir wieder geparkt. Das passt soweit. Stall oben habe ich auch fertig. Wie gesagt, morgen wird dann ein wenig Heu und Stroh verfahren. Ob ich das mit Filmen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie ich Zeit finde. Ja, so sind wir dann komplett durch. Und wer sich jetzt fragt, wie geht es mit dem Licht hier? Ja, wir haben an der Halle ja alles LED-Scheinwerfer, wie man sieht. Also quasi durch die Bank hier bis runter. 1, 2, 3, 4, 5. Und zwei Stück nach unten runter. Die hat mein Bruder mal organisiert, irgendwo übers Internet. Könnte Amazon oder so gewesen sein. Ja, und da haben wir einen Funkschalter dafür, eine Fernbedienung. Kann man die prima an- und ausschalten. Ich habe normalerweise die Fernbedienung immer einstecken, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Der große Vorteil ist, wenn ich rückwärts da rauf fahre, gerade im Winter, wenn es dann recht dunkel ist oder wie jetzt halt, du siehst recht schlecht und der Scheinwerfer da oben geht auch recht spät an. So habe ich hier ein wenig Licht. Ja, und da habe ich, wie gesagt, diese Fernbedienung dazu. Und mit der kann ich ausschalten oder einschalten, je nachdem, wie ich lustig bin. Und dann habe ich hier unten Licht. Ist im Winter, wie gesagt, super praktisch. Jetzt ist es gerade 8. Und es gibt nichts Besseres, als hier runter in einen Hof zu kommen und du kannst drei Lichter anmachen und siehst dann was. Ist einfach optimal. Also wie gesagt, da hängt eine und da oben dran hängen drei. Und überwärts dann, wie gesagt, zweimal. Echt praktisch, auch wenn du dann den Schlüssel oder so brauchst für die Halle. Ich brauche nicht, ich habe vorhin schon aufgemacht. Ja, fehlt noch eine Fernbedienungssteuerung in der Halle, aber so luxuriös ist es nicht. Gut, dann kommen wir mal zum Eigentlichen, was ich euch zeigen wollte. Mein Vater war, wie gesagt, die letzten zwei Tage recht tätig. Erst hat er ja grundiert gehabt und wie man sieht, ja, dem einen oder anderen wird es auffallen, wie grün die ganzen Planen hier ringsherum sind. Ja, er hat auch lackiert und der Kramer ist fertig lackiert und der Kramer, muss man sagen, ist auch schon ziemlich trocken, wahrscheinlich durch die Kälte. Aber, was vielleicht gut zu sagen ist, es ist zwar kalt gewesen,
Ich habe damals beim Smart das Problem gehabt. Ich habe immer Smart gefahren. Der ist im Winter lackiert worden. Da ist der Lack richtig matt geworden. Den Lack, den wo wir hier haben, der ist nicht matt geworden. Ja, so sieht das gute Stück nun aus. Ist doch richtig schön. Ja, ich habe vergessen, vorne den Öldeckel abzunehmen. Der sollte eigentlich nicht grün werden. Der soll schön in Kunststoff schwarz bleiben. Aber gut. Original war da auch einmal grün drauf. Nun ist halt auch wieder grün drauf. Aber ich finde, das kann man doch ganz gut sehen. Wirkt doch schon mal gar nicht schlecht. Einmal hier so rum. Ja, wie gesagt, also den Deckel, den wollte ich eigentlich nicht lackiert haben. Jetzt ist er halt doch lackiert. Ach, tun wir uns nicht ab, oder? Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und theoretisch kann ich jetzt dann hier anfangen und kann die ersten Teile drauf bauen. Also zum Beispiel hier die Sitzfeder und den Sitz oben drauf. Lenkrad kann wieder drauf. Die ganzen Knauf dürfen verbaut werden. Was noch gemacht gehört, das haben wir auch beim anderen gemacht, ist einfach so ein wenig einen farblichen Akzent setzen, weil so war es original auch. Das Gaspedal und die Bremse und die Kupplung, die werden noch schwarz angepinselt obendrauf, die Druckfläche und natürlich die Handbremse. Beim KL300 hat man es vielleicht schon mal gesehen, ich habe bei der Handbremse einfach oben her das Stück da schwarz gemacht. Wirkt einfach ein wenig schöner als einfach bloß grün. Eigentlich nur fürs Auge könnte man sagen, es hat keinen richtigen Nutzfaktor, aber ja, es wirkt halt auch nicht schlecht und das kann man schon mal machen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe jetzt den Schlepper mal ringsherum abgefettet und habe alle Schmierpunkte schön markiert, so wie sich das gehört. Und so sieht das Ganze nun aus. Ich hoffe, man erkennt auf der Kamera was. Da hüben drin sitzt der Filter fürs Hydrauliköl, Schmiernibbel für die Bremse, Schmiernibbel oben an der Lenkung, 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 das ist innen die Welle für die Kupplung, das ist Lenkung vorne, quasi die Achse, die Vorderachse, und da innen sitzt ja Feder, hier ist sie, unterm Schlepper dann quasi genau in der Mitte. Die Pendelachse ist geschmiert, da ist geschmiert, da sind Schmierpunkte. Da oben ist ein Schmierpunkt, da gehört Fett immer normalerweise rein oder Öl. Normalerweise gehört Fett rein, weil das ist ja die Wasserpumpe da, die muss man auch immer regelmäßig fetten. Da sind Schmierpunkte, hier, hier, da natürlich, das ist Öleinfüllung. Von der Unterseite sind es zwei, Ölablass. Ja, da ist eine, Ölablass Hydraulik. Ölmessstab und hier ist normalerweise der Einfüllstutzen. Da müssen die zwei Schrauben hier gelöst werden. Dann nimmt man den Deckel ab und da kann man Öl in die Hydraulik einfüllen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, nichts Besonderes. Ja, gut, das ist natürlich jetzt schaut ein wenig komisch aus, aber ich sage mal originell: Man erkennt wenigstens, dass da was zu schmieren ist. Hat ja auch einen Vorteil. Also da unten der Ölpeilstab und hier der die Einfüllöffnung, Öldeckel. Erinnert zwar jetzt ein wenig an eine Blume, aber ich sage mal so, originell ist es, man erkennt es. Normalerweise hätte ich ihn schwarz gelassen. Ich habe mir eigentlich den schöneren Deckel rausgesucht von beiden, eben weil er schwarz war. Aber jetzt ist Lack drauf und den Lack wir runterpopeln. Dann machen wir es so. Geht genauso, ich weiß, was da damit gemeint ist. Man erkennt es gleich und dann ist die Sache gut. Ja, jetzt wollte ich eigentlich die Pedale noch schwarz machen und die ganzen Hebel oben ein wenig schwarz anstreichen. Tja, jetzt finde ich kein Schwarz. Eigentlich hatte ich immer noch eine Dose von dem Dural Mittlack in Tiefschwarz auch hier. Aber irgendwie ist die komplett verschollen. Keine Ahnung, wer die gebraucht hat. Es ärgert mich jetzt irgendwie. Das war immerhin noch 375 Milliliter. Und die ist nur für diesen Zweck gewesen, für nichts anderes, aber die ist verschollen. Keine Ahnung, wer sie die wieder gemopst hat, aber die habe ich jetzt nicht. Da steht zwar eine Dose mit Kunstharzlack, aber der ist in Anthrazit. Passt nicht. Ja, jetzt muss ich mal gucken, vielleicht kann ich meinen Vater überzeugen, dass er mir da nochmal eine Dose mitbringt.
So teuer ist der Lack jetzt da noch nicht. Dann lege ich mir die auf Lager. Die hat man ja länger. Und dann nochmal gucken, weil, wie gesagt, die Pedale hätte ich schon gerne noch in Schwarz. Klar, die glatzen mit der Zeit ab. Das habe ich beim KL300 auch. Aber es schaut halt optisch einfach noch einmal einen Ticken schöner aus, als wenn es nur grün ist. Weil, ja, ich meine, wenn du jetzt den Fahrerstand hier hast und schaust da so drauf, ne? Grün rechts, grün links, die ganzen Hebel grün, die Leitungen grün. Naja, wie gesagt, also macht sich natürlich schon besser, wenn dann ein bisschen schwarz dran ist. Schaut einfach ein wenig schöner aus. Und original, zumindest beim KL300, hat mein Vater gesagt, war es auch so. Die Pedale waren von Haus aus beim Neuschlepper damals schwarz. Das ist nicht irgendwie nachträglich drauf gekommen, weil man es toll fand, sondern die waren tatsächlich schwarz. Ob das jetzt bei den alten hier auch war, nachdem hier die Motorhauben auch teilweise in komplett grün ausgeliefert worden sind, obwohl spätere Modelle dann teilweise ja die silbernen Zierstreifen dran hatten, aufgepinselt. Ja, kann natürlich sein, dass der so ausgeliefert worden ist, aber ein bisschen was fürs Auge will man natürlich auch haben, auch wenn es nicht von ewiger Dauer ist. Und von daher mal gucken. So sieht es auf alle Fälle jetzt der Stand der Dinge aus. Wie man sieht, ich habe auch hier die ganzen Knöpfe wieder aufgebracht. Das Lenkrad habe ich noch nicht drauf gebaut, weil ich nicht weiß, ob es meinem Vater im Weg ist, wenn er dann hier die Kabel noch verlegen will. Weil ich meine, wir müssen ja das Armaturenbrett hier noch reinmachen, vorhin die ganzen Kabel und anklemmen. Und ich bin mir noch nicht sicher, wenn ich das jetzt schon reinmache, ob mir das nicht dann stört. Deswegen lasse ich das Lenkrad dann mal weg, dann kann er sich hier schön drüber beugen, kommt schön an. Was ich bei Gelegenheit noch drauf baue, ist wie gesagt der Sitz. Tankhalter und Tank muss ich nicht fragen, Kühler muss ich nicht fragen, weiß ich nicht. Vorne drauf kann noch der Lampenhalter mit den Scheinwerfer. Und ja, das ganze Anklemmen übernimmt dann, denke ich mal, eher. Klar, es ist im Endeffekt nicht viel. Ich habe vorne einen Scheinwerfer mit Abblendlicht und Fernlicht. Das kann ich übers Zündschloss steuern. Und natürlich Standlicht, was drin ist. Ich habe die Blinker auf die Kotflügel links und rechts. Ich habe die Warnblinkanlage drin. Ich habe eine Hupe drin. Mehr ist es im Grunde genommen nicht. Theoretisch, wenn ich mich wieder reinfuchsen würde, würde ich es zusammenbringen. Würde es wahrscheinlich auch angeklemmt kriegen. Aber ganz ehrlich, ich habe damals keinen richtigen Nerv dafür gehabt. Ich bin da einfach nicht der Richtige dazu. Mir fehlt da immer ein bisschen die Geduld. Ich lasse es ihn machen. Da weiß ich, es funktioniert dann auch alles. Ich weiß, er nimmt sich jetzt den alten Kabelstrang als Muster und zieht nach dem dann quasi alles neu. Und ach, dann weiß ich, dass es richtig gemacht ist und das passt. Ich baue jetzt dann lieber die Teile zusammen und ich freue mich drauf, wenn er endlich wieder fährt, weil mir ist das Wichtigste eigentlich immer, die Dinger müssen fahren. Gemacht habe ich nicht, dass es einfach wieder schön ausschaut, dass alles geht, dass die Technik überarbeitet ist. Aber das Wichtigste ist mir immer, fahren. So eine Kiste, wenn ich habe, die muss fahren. Also, wir kommen ja dem Ziel immer näher. Ich sage mal so, wenn wir jetzt drüber bleiben täte, ein bisschen aushärten muss er noch, bevor ich Großteile dran baue, dass der Lack sich nicht so verschiebt, dass der schön hart wird. Ja, ich schätze mal ein, zwei Wochen werden wir noch rechnen müssen, aber ich denke, dann sollte er so langsam aber sicher auf die Straße können. Dann muss ich ja bei Gelegenheit den TÜV-Prüfer mal anrufen, dass er rauskommt. Ist ja guter Bekannter. Ist ja, wie gesagt, einmal sein Bulldog gewesen. Ursprünglich. Dann soll er den TÜV dafür machen. Dann muss ich zur Versicherung. Muss das Ding versichern. Als landwirtschaftlichen Ackerschlepper. Und dann auf die Zulassungsstelle. Und natürlich mit grüner Nummer zulassen. Ja, also ich denke einmal, 2 Wochen waren es bestimmt noch wann. Mir wäre es natürlich lieber, ich könnte morgen damit rumfahren. Aber den Wunsch, den. Naja, ich habe eigentlich gedacht, am 19. September wäre er fertig. Das hat sich ja auch erübrigt. Also wenn er jetzt da mal dann bis Heiligabend noch fertig ist. Das wäre ja euch ein guter Anfang, sage ich einmal. Die nächste Lore Mist, die ich zu verfahren habe, wird mit dem verfahren. Schauen wir mal. Na gut, das war's jetzt für heute. Es ist mittlerweile 9:45 Uhr. Ich mache jetzt Feierabend. Draußen wird es kalt, hier innen wird es kalt. Und wer jetzt sagt, lass das Tor nicht offen, selbst wenn das Tor zu ist, hier innen wird es trotzdem kalt.
Um ehrlich zu sein, ist hier sogar kälter wie draußen. Von daher machen wir jetzt Feierabend für heute. So, gestern habe ich ja wie gesagt das Futter aussortiert und wie versprochen jetzt die Morgenroutine, wenn ich Mittel- oder Spätschicht habe. Zuerst nochmal die Handschuhe an, wir haben draußen kalte 3 Grad. Ja, was ich brauche ist für meinen Topf da, da habe ich Wasser. Das ist das Futter für die Schweine. Kochen wir gleich einmal. Südle. Einmal. Dann ein Futter für meinen Leo und für den Riley. Haben wir hier. So, das sind die Matten aus dem Hühnerstall, die müssen wieder hinunter. Halt, Licht wollten wir ausmachen, ne? Das Tor zu. So. Ich habe heute extra ein wenig länger gewartet mit dem Ausgehen, dass es ein bisschen heller ist. Sonst erkennt man wieder gar nichts. Ja, Leo. Sonst erkennt man wieder gar nichts. Den Salat mögt er nicht, aber das mögt er. Es nieselt leicht. Naja, ein bisschen Regen haben wir noch. Ah ja, ob du mich kehrt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hunger? Ja. Das war's. So, die Matten da, da brauche ich auch mal neue. Ja, wie ich schon ein paar Mal angemerkt habe, die Schweine sind recht reinlich. Die machen immer an ein und derselben Stelle. Was will man mehr?
Na, schmeckt's? Jo, gell? Das kommt wieder auf den Biomüll. Na denn. Ja, heute ist nicht mehr zu machen, weil ich ja gestern schon gut vorgearbeitet habe. Und dann passt das. Ja, das andere Futter, das koche ich gerade. Gibt's dann. Das ist für die Pferde. Und bevor wir zu denen gehen, geht's noch fix beim Ofen vorbei. Dein Ohr Holz nachlegen. Kontrolllampe auf gelb. So, weil ich da wieder gefragt worden bin, wie heizen wir? Wir mit Holz heizen, das ist selbstverständlich. Der Ofen hier ist drüben mit dem Wohnhaus verbunden. Hier wird geschürt. Hier wird die Wärme produziert. Hier haben wir das Holzlager gleich immer. Also einen gewissen Teil, wie man sieht. Und ja, das ist ein ganz einfacher Holzschürofen. Handbeschickung. Funktioniert. Geht jetzt schon seit ein paar Jahren so. Wie gesagt, da sind dann Pumpen verbaut und Leitungen, die gehen durch den Schacht hier rüber, direkt in die Garage, hinten in den Getränkeraum, da in den ehemaligen. Und da haben wir einen großen Pufferspeicher stehen. Damit machen wir hier ohne Heißwasser. Ja, und der muss halt immer mal wieder nachgefüttert werden. Je nachdem, was die Kontrollleuchte oben sagt. Das Elektrische da, das ist ein Eigenbau, das hat der klar Bruder gemacht, der ist ein Elektriker. Bei Gelb dürfen wir noch nachlegen, bei Rot dürfen wir nur noch Piano nachlegen, hat er mal gesagt, also ein bisschen was. Und wenn alle zwei Leuchten leuchten, also Gelb und Rot, dann heißt Stopp, nichts mehr schüren, dann hat der Puffer drüben die Temperatur, die er braucht. Und dann ist gut, dann kann man den Ofen ausgehen lassen, beziehungsweise wirklich nur noch so auf Erhaltung, minimal unten rein, dass er halt weiter glüht. Ist eine ganz ausgefeilte Technik, funktioniert ganz gut. Ja, und so funktioniert es bei uns. Wir haben zwar im Haus noch eine Ölheizung drin, aber die wird eigentlich zu ja, 95% gar nicht mehr genutzt. Die springt nur noch ein, wenn im Sommer zum Beispiel die Wärmepumpe die Leistung nicht herbringt und das Duschwasser zu kalt wird, dann springt die Ölheizung mit an. Sonst eigentlich gar nicht mehr. Oder wenn halt der Ofen einmal komplett ausgeht und man vergisst nachzuschüren. Aber ich sage einmal so, wir haben die letzten 5 Jahre 100 Liter Heizöl gebraucht, also passt doch. Dafür natürlich deutlich mehr Holz. Aber das passt schon. So, ihr habt Hunger? Doch, da schaut es wieder aus. Ja, heute auf alle Fälle Heu und Stroh auffüllen. Ist ja wie gesagt leer. Oha. Oha. Ach nö. Tja. Und dann liegt halt das übliche Ausmisten an. Und
Das würde ich sagen, überspringen wir jetzt einfach mal, das kann einen Moment dauern. Wir sehen uns dann wieder. So Leute, der Stall ist fertig. Ich habe hier schön wieder dick eingestreut. Unten drunter sind meine Sägespäne und ich habe das ganze lose Material von unten aus dem Stall einmal rauf, was am Boden unten lag. Also nicht vor der Scheune, sondern in der Scheune, wo es trocken ist natürlich. Ja, so schaut das Ganze jetzt wieder aus. Meine Pferde, wie gesagt, das sind halt ein paar alte Schweinchen. Die gehen immer hier drin. Brauchen wir ja so viel Platz, aber man macht ja lieber hier drin. Ja, ja. Heu und Stroh habe ich auch aufgefüllt. Und zwar pH. pH per Hand. Ja. Einfach mit der Robin ein paar Ballen raufgefahren. Es reicht mir ein paar Tage. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich morgen noch irgendwas. Bloß einmal auf die Schnelle. Wie gesagt, ich will ja eigentlich das lose Material noch von meinen Bekannten holen, dass das einmal noch weg ist. Weil sonst denken die auch, okay, jetzt hat er gesagt, er kommt und dann kommt er doch nicht, aber kriegen wir auch noch. Naja, jetzt lassen wir die einmal noch rein. Und dann dürfte es jetzt kurz vor 9 sein. Dann werde ich nochmal in die Halle gehen. Ich denke mal, eine Stunde habe ich noch. Auf 10 rum werde ich aufgehen, weil wie gesagt, um 12 ist geplant, dass ich auf der Arbeit bin. Oder so stehe ich im Arbeitsplan drin. Also, schauen wir mal. Ja, ich bin mittlerweile umgezogen und habe vorhin hier unten noch ein bisschen was gemacht. Ja, jetzt ist es gerade 12 Uhr, nee Quatsch, 11.35 Uhr. Ja, die Uhr geht nämlich noch eine Stunde vor. 11.35 Uhr, ich mache mir jetzt gleich auf den Weg zur Arbeit. Was habe ich vorhin noch gemacht? Ich habe ja gesagt, ich will die Plane nach oben hängen, dass ich hier drin ein bisschen Platz kriege. Ich habe angefangen, also wie man sieht, hinter mir natürlich noch nicht, so weit bin ich nicht gekommen. Alleine ist das eine elende Arbeit, aber es funktioniert. Ich habe die hier drüben Richtung Werkstatt einmal gemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Einfach oben durch das Holz da ein paar Schnür durchgezogen und hochgebunden. Und hinten, da war kein Holz mehr, da habe ich es durch die Plane durchgeschoben und habe die Schnur dann oben zusätzlich mit Taggernadeln festgemacht. Und habe es da auch hochgebunden. Funktioniert astrein. Das ist einfach der Vorteil, man kann dann in Zukunft, wenn man hier mal lackieren will, einfach die Schnürle aufmachen, lässt die Plane runter, lackiert und rollt sie danach wieder hoch und kann sie weiterverwenden. Schöner als jedes Mal extra neu zu machen. Ja, soweit auf alle Fälle hier der aktuelle Stand. Das passt soweit. Da mache ich später dann, also heute Abend vielleicht noch ein bisschen weiter, aber Video muss ich auch noch schneiden. Muss ich mal gucken, vielleicht rolle ich sie heute Abend hoch. Vielleicht macht es alle vorne, wenn er heimkommt, das weiß ich nicht. Ich habe halt jetzt hier die Ecke durchgeschnitten. Ist zwar blöd, ich wollte es eigentlich nicht, aber anders funktioniert es halt blöderweise nicht. Ja, wenn zumindest einmal eine oben ist, ist ja schon mal Anfang. Was ich wiederverwenden kann, versuche ich wieder zu verwenden. Und dann läuft das. Ja, am Kram ist jetzt wie gesagt nicht viel weitergegangen. Ich wollte zwar am liebsten, dass er jetzt weit wie möglich zusammengebaut ist, aber alles schafft man halt nicht. Ich habe gestern den Stall da noch gehabt, da ist es relativ spät gewesen, da habe ich auch keine Lust mehr gehabt, hier unten groß zu bauen. Und ja, warm ist es nicht, der Ölofen da brauchen wir erst neue Ofenrohre außen noch, die sind alle kaputt. Also den können wir gar nicht einschüren, das funktioniert nicht. Und dann, wenn es hier unten kalt ist, macht das auch keinen Spaß. Von daher habe ich gestern dann nichts weiter gemacht. Vielleicht dann heute Abend, mal schauen. Mal gucken, der Vater wollte wie gesagt auch noch Ofenrohr besorgen, dass man den Ofen wieder reaktivieren kann. Wenn es hier drin warm ist, da macht es viel mehr Spaß was zu bauen. Vor allem wenn es dann an die Elektrik geht, da hast du dann schnell klamme Finger und es macht keinen Spaß mit kalten Fingern dann hier rumzufummeln. Ja, nachdem ich die Plane hier dann oben hatte, habe ich auch ein wenig angefangen hier ein wenig zusammenzuräumen. Man sieht schon, naja, oder auch nicht, ein bisschen aufgeräumt. Und naja, hier drüben halt auch das Werkzeug wieder größtenteils aufgeräumt, wo es hingehört. Auf alle Fälle besser als vorher. Ja, der Berg ist kleiner geworden und dann passt das. Gut, so viel war es dann erst einmal für dieses Video. Mal schauen, ich denke mal, übers Wochenende kriege ich eine ziemlich zusammengebaut. Vielleicht gibt es dann am Dienstag was zu sehen. Ich hoffe, dass es am Dienstag was zu sehen gibt. Mein Bruder ist gerade drüber, der hat jetzt noch ein paar neue WLAN-Router gekauft. Oder bis jetzt auch was heißt Ruder, so Switches. Da hat er gestern schon umgeklemmt. Gestern hatte ich auch mal wieder kein Internet.
Dieses Mal waren es nicht die Baggerfahrer, die ja Leitung kaputt gemacht haben, sondern da war es mein Bruder. Ich habe es ja schon mal angekündigt, es kann sein, dass demnächst einmal kein Internet ist und ich nichts hochladen kann. Wie gesagt, wir bauen ja im Haus um und da haben wir gesagt, machen wir die ganzen Leitungen auch neu. Und da kann es aber durchaus sein, dass 2 Tage, eine Woche oder so von mir nichts kommt. Wie gesagt, ich filme da weiter, aber versprechen kann ich nichts. Wird man sehen, denke ich einmal. Also ich tue mich jetzt da nicht ab. Falls einmal nichts kommt, nicht wundern. Ich versuche dann über die mobilen Daten mit dem Handy nahe zu kommen und schreibe dann halt in Discord, ob was kommt oder wie lange es in etwa dauert. Ich versuche es vorher anzukündigen. Ich habe mit meinem Bruder ausgemacht, dass er mir eigentlich Bescheid gibt. Versprechen kann ich es nicht. Man wird sehen. Gut, das war's dann in diesem Video. Ich wünsche jetzt allen ein schönes Wochenende. Und dann sieht man sich am Dienstag normal um 16.30 Uhr wieder. Und dann schauen wir mal, was der KA15 da macht. Vielleicht hat er dann schon wieder Räder und einen Überrollbügel und Kotflügel und alles. Vielleicht auch nicht, vielleicht steht er immer noch so da. Das wird man sehen. Gut, bis dahin. Servus.